Ich habe nie eure Bürde tragen müssen. Einige unter euch halten mich eher für einen Ägypter als für einen Sklaven, doch ich weiß, was mir da draußen widerfahren ist. Ich weiß um die Größe dessen, was Gott von mir verlangt. Mit Aarons Hilfe. Pharao, gib deine Sklaven frei! Sie kamen als freie Menschen hierher, darum lass sie auch als freie Menschen davonziehen. Wir gaben dir unsere Arbeitskraft und unser Blut über 400 Jahre lang. Jetzt gib auch du uns etwas. Unsere Freiheit. Dies hier hat mein Volk geschaffen. Mein Volk schuf den Wohlstand Ägyptens. Ist das Verlangen nach Freiheit als Preis dafür zu hoch? Wache! Hast du eine Armee? Nein. Haben die anderen Sklaven eine Armee? Nein. Warum also sollte ich sie ziehen lassen? Weil Gott dies verlangt. Und wo ist er, dieser dein Gott? Ich sehe nur meine Götter. Meine Priester? Deine sehe ich nicht. Aber er ist ein weit mächtigerer Gott als all deine zusammengenommen. Tatsächlich? Ein Sklavengott, der weit mächtiger ist als die Götter von all dem hier? Die Kinder Ägyptens bieten solche Kunststücke dar. Was willst du mir damit beweisen? Du gestattest deinem Volk, seinen Göttern zu folgen. Lass uns unserem folgen. Lass uns für 3 Tage in die Wüste gehen, um ihn zu preisen. Und was dann? Ihr werdet freiwillig zurückkehren. Vielleicht änderst du ja in dieser Zeit deine Meinung. Das bezweifle ich. Genug davon! Der Pharao wird nicht mit Sklaven feilschen. Führ sie zurück zu den Unterkünften. Sie sollten wie die anderen Sklaven am Arbeiten sein. Sklave bleibt Sklave. Obgleich jener meint, sein Gott habe ihm gesagt, er solle sich mit seinem Herrn streiten. Menerit, sorg dafür, dass sie spüren, welch harte Arbeit man von Sklaven erwartet. Los! Du bist es. Auch er ist mein Bruder. Ich sehe nur einen unserer Herren, Moses. Er ist mein Bruder. Ist es wahr? Du hast den Gott gefunden, den du immer suchtest? Er fand mich. Und hat er dich nach Ägypten zurückgesandt? Er ist sehr beharrlich. Das erfahre ich gerade.
Gelegentlich streite ich mit ihm, aber immer siegt er. Ramses wird er gewiss nicht bezwingen. Sein Auftreten blendet. Er ist ein schwacher, ängstlicher Mann. Jene sind am gefährlichsten, greift man sie an. Du hast ihn nicht nur angegriffen, sondern zudem öffentlich gedemütigt. Denkst du, du kannst unseren Bruder dazu bewegen, die Dinge so zu belassen, wie sie sind? Ich bin sein Bruder, du sein Eigentümer. Aaron hat ein hitziges Temperament wie ich. Seine Zunge ist ebenso scharf. Möglich, dass Gott uns deshalb erwählte, zusammenzuarbeiten. Und zusammen zu sterben. Sollte es dazu kommen, ja. Das wird es nicht, sagte ich dir doch. Gott sprach zu mir. Er gab mir ein Versprechen. Er mag schwierig sein. Und manchmal frage ich mich, ob es sie nicht reut, mich erwählt zu haben. Aber er gab mir ein Versprechen und er wird es nicht brechen. Hier wird nicht geredet! Stroh zum Brennen der Ziegel selbst zu sein. Ihr hört doch erst mal zu! Trotzdem müssen wir noch die Ich hab gesagt, hört zu! Seid endlich ruhig und hört ihm zu! Wie viele werden von uns noch sterben, morgen und übermorgen? Dank dir! Hört zu! Möchtet ihr lieber Sklaven bleiben? Ist das euer Wunsch? Eure Ketten gefallen euch? Sollen eure Frauen und Kinder wie Tiere leben? Wollt ihr auf Erlaubnis angewiesen sein, ob ihr lebt, ob ihr sterbt? Die Ägypter töteten ihn. Sie töteten ihn. Morgen töten sie vielleicht dich oder dich oder dich. Vor Jahren kamen ihre Soldaten hierher, des Nachts, und sie schlachteten alle neugeborenen Jungen ab. Ihr wolltet euch damals nicht wehren. Ihr wollt euch auch jetzt nicht wehren. Nein, ihr wollt jenen Schuld für euer Leid zuweisen, die euch erretten wollen. Aber wenn ein Mensch in die Sklaverei geboren wird, heißt das keinesfalls, er ist doch Sklave. Er muss sich selbst als Sklave begreifen, bevor er einer wird. Um ein freier Mensch zu sein, da muss man anfangen, als solcher zu denken. Gott sandte mich hierher, dass ich euch von ihr fortführe. Woher wissen wir, ob er es war, der zu dir sprach? Und was er sagte? Meine Worte sind nicht genug für euch. Für den Pharao waren sie jedenfalls nicht gut genug. Das ist von Bedeutung. Was gibt es noch? Du kommst, um mich um Gnade zu bitten. Oder um Verzeihung. Um dir eine letzte Warnung zu geben. Gib deine Sklaven frei. Wache! Warum schickst du mich fort? Liebst du mich denn nicht mehr? Ich liebe dich. Liebst du denn nicht deinen Sohn? Doch. Aber warum muss ich dann fortgehen? Ich muss alle bitten, alles aufzugeben, was sie jemals hatten. Auch ich muss etwas aufgeben. Mich? Gershom? Wenn es doch nur anders ginge, aber mich erwarten so schwierige Aufgaben. Furchtbare Dinge werden hier bald geschehen. Schlimmere Dinge, als man sie je sah. Und ich will nicht, dass die beiden Menschen, die mir am meisten...